Hallo, wir sind hier im Donauspital in Wien und ich habe heute die große Ehre und ich freue mich sehr, mit zwei roten Nasenclowns mitgehen zu dürfen, hier und ein paar Kinder besuchen und hoffentlich ein Lächeln ihnen ins Gesicht zu zaubern. Und das sind Jutta und der Markus, so schauen sie aus. Hallo. Hallo. Also hier im Donauspital seid ihr ja jeden Tag. Was erwartet uns heute oder wo sind wir heute unterwegs? Wir sind heute auf der Station, also wir haben ja unterschiedliche Stationen zu betreuen, wir haben Ambulanzen, wir haben auch noch Begleitung direkt in den Untersuchungsräumen, also das ist ein ganz neues Projekt und heute sind wir auf der Kinderstation, wir erfahren, wer wo liegt und dann gehen wir in die Zimmer. Ganze Liste, jedes Zimmer. Gehen wir durch. Genau. Mich haben die roten Nasen schon mal besucht, die operiert man mit 11 Jahren, ich habe mich sehr gefreut, das war sehr aufregend. Ähnlich aufgeregt bin ich jetzt auch, wir sagen, ziehen wir uns um und dann schauen wir, was passiert. Gut, okay. Ja. Super. Wir haben einen großen Rucksack mit, wo alle unsere Tricks und Tools und unsere Rituale und unser Know-how drinnen ist. Aber im Großen und Ganzen ist die Arbeit schon die, dass wir einfach improvisieren. Wir wissen zwar, wer wo liegt, aber wie dann die Kinder schlussendlich reagieren, wissen wir nicht. Und auf das gehen wir sehr ein, weil das ist irgendwie ein bisschen die Hauptidee unserer Arbeit. Wie war das? Wir brauchen da einen... Ein Zauberspruch. Zauberspruch? Luca? Zicke, zacke, Hühnerkacke. Oh, zicke, zacke, Hühnerkacke. Okay, es ist ein schöner Zauberspruch. Zicke, zacke, zacke, Hühnerkacke. Das Tolle ist, beim Clown geht es nicht immer um das Beste, sondern es geht oft auch um das Schlechteste. Es ist leider, okay, wir müssen. Wir müssen immer in die Richtung. Der Clown lebt ja wirklich den Fehler, das Scheitern. Und nützt das Scheitern, um eben dann das Lachen zu generieren, sozusagen. Es ist eine künstlerische Arbeit. Wir sind als Künstler, wir schaffen eigentlich Kunstwerke der Begegnung, sage ich mal. Und die strahlen von Herzenswärme, von Offenheit. Und das lernt man, indem man sich in Workshops traut, über seine eigenen Grenzen zu gehen. Ameise, die geht auf eine große Reise, Reise, Reise. Was ist das Schönste an eurem Job? Das Gefühl, wenn man in einem Zimmer drinnen ist und den Menschen, das Kind, die Person wirklich erreicht hat. Wenn ich merke, wow, das ist einfach ein magischer Moment und das ist das Gefühl, das ich liebe.